Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem ganz, ganz besonderen Video, auf das ich mich schon seit Wochen, seit Monaten freue. Denn vielleicht habt ihr schon mitbekommen, es gibt eine neue Influencer-Kollaboration von Love und zwar mit meiner allerliebsten Letizia und ich war Teil der Kampagne, habe die Produkte also schon seit Wochen hier, habe sie schon regelmäßig benutzt und ich freue mich, dass ich sie euch heute auch endlich offiziell vorstellen darf. Ich bin sehr, sehr stolz auf Letizia, ich bin sehr, sehr stolz auf Love, wie viele tolle Produkte sie in letzter Zeit rausgebracht haben und ich freue mich, euch heute eine neue Collab vorstellen zu können. Ihr erinnert euch vielleicht, vor einem Jahr ungefähr gab es ja schon mal eine Palette von Letizia mit Love. Das war diese Dreierpalette, die super, super gehypt wurde. Und Love und Letizia haben auf diesem Erfolg die neue Palette oder die neuen drei Paletten aufgebaut. Und ich freue mich, dass wir sie heute benutzen dürfen. Und damit ihr auch so ein bisschen Team Günstner-Feeling bekommt, habe ich einen 10% Rabattcode für euch bei Love rausschlagen können. Drogerieprodukten. Und wir werden aussehen, als wären wir gerade aus der Chanel Boutique rausgekommen. Ich habe mich schon so ein bisschen angepasst. Meine Haare sind noch ein bisschen wild. Komische Länge im Moment, ne? Aber ich lasse sie gerade wachsen. Ich habe eine Idee im Kopf. Ich glaube, in 3 Wochen habe ich ihr die Nase voll und lasse es mir alles wieder abrasieren. Hallo, Freunde. Ich bin ganz aufgeregt. Es ist 5.32 Uhr. So sehe ich aus, so fühle ich mich. Aber wir werden das jetzt ändern, denn es gibt, wie gesagt, 3 neue Produkte von Love und Letizia. Und ich habe sie einmal hier. Und vielleicht habt ihr die Fotos schon gesehen, ne? Aber ich war da in der Kampagne. Ich durfte da mit dabei sein. Die Fotos seht ihr hier. Look at her. She's a model now. Habe ich mich sehr gefreut. Und zwar geht es um diese 3 Paletten hier. Wir haben einmal die Dream Glaze Blushing Duo Palette mit 2 verschiedenen Blushes in wunderschönen Farben. Eher einen so ein bisschen koralligeren Ton und einen ein bisschen helleren, pinkeren Ton. Wunderschön, das Packaging ist extrem schwer, die typische Love-Qualität. Dann haben wir hier einmal das Sculpting Duo. Sieht so aus, das war mein Part in der Kampagne. Ich war nämlich für die Bronzer verantwortlich und da freue ich mich ganz besonders drauf. Ich habe jetzt hier extra nochmal nagelneue Produkte, aber ich habe sie schon rauf und runter gerockt. Seitdem ich dieses Shooting hatte, trage ich diese Produkte tatsächlich auch eigentlich jeden Tag. Hier haben wir auch 2 verschiedene Farben mit drin, einen kühleren und einen wärmeren Ton. Und wir haben, ich glaube, das ist auch noch mein Favorite, die Dream Glaze Highlighting Duo Palette mit 2 verschiedenen Farben. Und ihr könnt sehen, hier sind super, super schöne Farben mit drin. Ein Ton, der so ein bisschen heller ist, der perfekt für hellere Häutchen funktioniert und einer, der für dunklere Haut funktioniert. Aber ihr kennt mich, ihr wisst, was ich gerne mit Bronzern und Highlightern mache. Wir schminken den schönsten, einfachsten und schnellsten Lidschattenlook. Bevor wir die Produkte benutzen, ich setze euch den Link natürlich einmal unten in die Infobox. Ich brauche jetzt ein bisschen Pflege und benutze jetzt hier, das habe ich lange nicht mehr benutzt, das Love Make-Up Fixing Spray Vegan Silk und Anti-Pollution Effekt. Das ist so ein durchgehender Sprühnebel und ich liebe den Duft. Einfach für so ein bisschen Feuchtigkeitspflege. Und dann benutzen wir heute mal ein bisschen Drogerie-Make-Up. Ne? Ich habe jetzt hier die Catrice Foundation. Ich mische mir das so ein bisschen. Oh, es geht heute nicht um die Base. Die kennt ihr eigentlich schon mittlerweile. Und arbeite mir das Ganze mit einem fluffigen Pinsel ein. Der ist jetzt hier auch von Catrice. Ich habe ja mit Letizia schon oft zusammengearbeitet in verschiedenen Situationen. Und erstmal ist sie eine zuckersüße Maus, muss man sagen. Ein ganz, ganz toller Mensch. Und sie kann einfach schminken. Sie ist wirklich eine Göttin in ihrem Bereich. Und deswegen habe ich mich auch so gefreut, als ich mitbekommen habe, dass es noch eine weitere Collab von Love und Letizia geben wird. Denn ich vertraue Make-up-Artists, die das wirklich auch gelernt haben und das richtig können, noch ein Stückchen mehr. Weil ich glaube, dass sie einfach nochmal auf andere Sachen achten können, als jemand, der, weiß ich nicht, einfach sich nur gut schminken kann. Das Schöne bei Letizia ist dafür bekannt, dass sie mit Licht und Schatten sehr, sehr gut spielen kann. Sie benutzt extrem wenig Produkte für die Haut, also wenig Foundation. Ich habe euch die Bilder ja eingeblendet. Ihr seht, die Haut ist nicht übertrieben bearbeitet auch, ne? Ihr seht Unebenheiten, ihr seht Unreinheiten auf der Haut, aber es sieht alles trotzdem sehr, sehr weich und natürlich aus. Und das ist der Grund, ich habe ein ganz, ganz tolles Video mit ihr damals gemacht, wo sie mir ihre Drogeriefavoriten verraten hat. Verlinke ich euch einmal hier oben in der Ecke. Da sieht man, wie sie auf Pflege baut, auf die Produkte und punktuell nur arbeitet. Ihr seht, ich habe hier so ein paar Unreinheiten, die arbeiten wir gleich punktuell weg. Die Haut ist ebenmäßig mittlerweile. Aber
Ich habe nur ganz, ganz wenig Produkt benutzt. Ihr seht auf meiner Mischplatte, ich habe immer noch viel Produkt hier und brauche eigentlich gar nicht mehr. Und das ist etwas, was ich von ihr gelernt habe. Und auch bei dem Shooting, da hatten wir sehr, sehr viel Zeit, auch über Make-up-Trends und Make-up-Techniken zu reden. Und sie hat mir ganz, ganz viel erklärt, wie sie die Haut zu einem ganz, ganz besonderen Teil ihrer Arbeit macht. Und das kann sie wirklich sehr, sehr gut. Und deswegen freue ich mich auch, dass sie mit diesen drei Face-Paletten rausgekommen sind, die für sehr, sehr viele Hauttöne funktionieren. Die Texturen sind selbstverständlich vegan und cruelty-free, sehr, sehr weich. Die sind schon teilweise fast wie feucht auf der Haut. Und wenn ich sie gleich auftrage, ihr seht das auf der Haut. Die sind nicht glitzerig, vor allen Dingen die Bronzer sind matt. Aber dadurch, dass die Textur so fast wie flüssig ist, habt ihr einfach ein sehr, sehr weiches Finish auf der Haut. Das lässt sich sehr gut verblenden und sehr gut aufbauen. Alright, die Foundation ist einmal eingearbeitet. Ich mache einmal alles so halbwegs fertig. Concealer, Puder, Augenbrauen und dann geht's weiter mit den Produkten. Okay, ich habe euch ein klitzekleines Stückchen näher geholt, dass ihr die Base einmal ein bisschen sehen könnt. Alles sehr schön mattiert. Zu viel Produkt habe ich gar nicht benutzt. Ich nehme einfach so ein bisschen das Baking Powder unter den Augen weg und gehe hier nochmal überall rüber. Und wir starten, glaube ich, mit einem meiner absoluten Lieblingsprodukte. Und das ist dieser Bronzer Duo hier. Wie gesagt, wir haben hier zwei Farben mit drin und die Farben sind extrem schön pigmentiert. Nicht zu stark, nicht zu soft. Ich nehme einfach einen großen, fluffigen Pinsel und gehe als erstes hier in diesen etwas kühleren Ton mit rein und arbeite mir das erstmal auf den Handrücken. Ihr seht schon, der ist recht kühl und ich kann dadurch perfekt hier die Kontur aufbauen. Ich mache erstmal eine halbe Seite. Ihr seht, wie schön weich diese Textur ist. Das ist, hier ist Snatched, hier ist Pfannkuchen. Hier ist Snatched, hier ist Pfannkuchen. Crazy, oder? Und ich habe wirklich nur minimal Produkt benutzt. Und wenn ich jetzt mit einem anderen Pinsel in den wärmeren Ton gehe, da werdet ihr sehen, kriege ich ein richtig schönes Bronzy Finish. Ich gehe nur ganz leicht rüber und dadurch, dass ich beide Farben gut miteinander kombinieren kann, kriege ich ein richtig weiches Ergebnis. Und ich weiß nicht, ob ihr es in der Kamera sehen könnt, aber das ist wie feucht auf der Haut. Und wenn euch der einzelne Ton beispielsweise zu warm ist, könnt ihr einfach mischen, habe ich jetzt hier einmal gemacht, und rübergehen und habe wieder einen komplett anderen Ton. Und ihr könnt euch die Farben halt immer anpassen auf das, was ihr gerade braucht. Heute werde ich eine richtige Bronzy Goddess. Ich übertreibe es heute, dass ihr die Texturen und die Effekte auf der Haut auch natürlich sehr gut sehen könnt. Aber das Schöne bei den Produkten ist, wie gesagt, ich spreche jetzt aus Erfahrung, ich habe die Produkte jetzt seit über einem Monat schon hier. Die halten den ganzen Tag. Und ihr seht, wie weich dieser Übergang ist. Ne? Seht ihr diese leichte Reflexion durch die Textur auf der Haut? Das sieht aus wie nass. Nicht glitschig nass, nicht glowy, aber die Haut kommt einfach noch so ein bisschen durch, weil die Textur nicht zu schwer auf der Hautoberfläche ist. Und wenn ihr texturierte Haut habt, wenn ihr schon etwas reifere Haut habt, sind die Produkte sehr, sehr gut. Deswegen, weil es sehr weich ist. Und wie schnell ging das bitte? So fühle ich mich schon richtig, richtig schön. So könnte ich jetzt eigentlich schon rausgehen. Würde aussehen, als wäre ich gerade frisch aus dem Urlaub, aus dem Olivenölmeer emporgestiegen. Um das aber noch so ein bisschen abzusteppen, benutzen wir als erstes das Blush Duo. Denn hier habt ihr auch zwei wunderschöne Farben mit drin. In diesem peachigen Ton hier ist so ganz leicht Schimmer, würde ich sagen. Der ist so ein bisschen feuchter. Hier seht ihr die Swatches einmal und wisst ihr, was wir damit richtig gut machen können? Na, es hat sich als Fake herausgestellt. Ich wurde gefoolt, ich wurde ausgetrickst von der ganzen Welt. Es gab ja mal diesen Trend, dass Kylie Jenners Make-up-Artist angeblich diese Blushes benutzt, die sehr teuer sind. Die sind von den Farben her recht ähnlich. Ich gehe als erstes in diesen Peachy-Ton und bleibe damit hier oben. Und ihr werdet sofort sehen, wie zart diese Farben sind. Der ist ganz leicht mit Schimmer versehen. Der ist so ein bisschen reflektierender und ihr könnt sofort, seht ihr das, diese Bewegung auf der Haut sehen. Und den kann ich dadurch sehr, sehr gut in den Bronzer mit reinmischen. Vorne gehe ich in den pinken und schaut euch bitte das Pigment an. Boom. Zwei Farben. Den einen hier ein bisschen höher, so ein bisschen in die Schläfe und in die Augen. Den pinken hier vorne hin. Ein bisschen auf die Nase. Jetzt wartet. So. Seht ihr die Texturen besser? Seht ihr diese Bewegung? Hier, in diesem Bereich seht ihr diese Bewegung. Das ist kein Glow, das sind keine Glitzerpartikel, sondern das ist durch diese Textur, die so extrem, das fühlt sich fast an wie nass auf der Haut. Das ist verrückt.
I love it. Geht jetzt nochmal so ein bisschen über meine Augen, denn ich zeige euch mal, wie pigmentiert dieser Bronzer ist und ihr könnt damit im Prinzip einen Lidschattenlook schminken. Ich nehme einfach einen fluffigen Pinsel und gehe in den warmen Ton hier rein, klopfe ein bisschen ab und gebe mir den hier in meine Lidfalte. Und das ist ja dieser klassische Maxim Giacomo Look, ne? Dieses Bronzer in die Lidfalte. Und dann kommen wir gleich zum Highlighter und geben den oben mit drauf. Übrigens könnt ihr damit sehr, sehr gut, wenn ihr nicht mehr so viel am Pinsel habt, die Nase konturieren, weil ihr halt diese verschiedenen Farbeffekte mit drin habt. Schaut mal, das ist Lidschattenqualität. So, und jetzt kommen wir zu dem Dream Glaze. Und Glaze ist so ein bisschen, das erinnert mich so ein bisschen an Donut. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Amerika wart, da gibt es Krispy Kreme Donuts und die sind auch glazed. Also so wie so mit, wie heißt es? Zuckerguss mit Zuckerguss überstrichen. Und diese zwei Farben machen genau das. Und ich werde immer wieder gefragt, Maxim, kannst du uns Highlighter empfehlen, die nicht glitzerig sind? Ich verstehe immer nicht, was gemeint ist, bis ich einige Produkte davon gefunden habe. Und die sind genauso. Ich gehe als erstes mit dem dunkleren Ton. Der ist nämlich gar nicht so dunkel. Ihr seht ihn hier am Pinsel. Ich benutze übrigens auch einen Letizia Lehmann Pinsel. Und gehe einfach nur ganz leicht hier rüber. Das ist schon fast wie, ich würde fast sagen, transparent. Die haben nicht so eine extreme Farbe, sondern passen dadurch halt zu super, super vielen Hautfarben. Und ich setze mit dem helleren punktuell nochmal Highlights hier über meine Augenbraue, damit ich wirklich aussehe wie ein Glazed Donut. Sehr, sehr weich, extrem pigmentiert und nicht mehr das, das hatte ich neulich in einem Video gesagt, dass ich so ein bisschen over bin mit diesen extremen glitzerigen Blush-Highlightern, weil ich meine, ich habe selbst eine Highlighter-Palette, die extrem stark ist. Und mittlerweile bin ich aber so, dass ich sage, ja, so ein softer, also ich meine, das ist ja kein softer Glow, ne? Ihr könnt den ja auch völlig übertrieben auftragen, aber so ein weicher Glow, der so ein bisschen erwachsener ist. Und dann, das ist mein Favorite, gehe ich mit dem hier einfach hier rüber. Und jetzt könnt ihr auch sehen, ne? Das ist kein Glitzer-Highlighter, sondern das ist wirklich nur wie so ein flüssiger Schein auf der Haut. Hier noch ein bisschen. Man muss immer so ein bisschen aufpassen, ne, dass man es nicht übertreibt. Weil jetzt sehe ich tatsächlich schon aus wie so ein. Hier kommt, heute haben wir mal Schlüsselbeine. Also, na, sieht man nicht, aber so ein bisschen. Ich mache einmal mein Make-up fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Und das, meine Lieben, ist der fertige Look mit den neuen Love x Letizia Lehmann Produkten. Look at her. Ich sehe aus wie. Ich fühle mich so ein bisschen wie Kris Jenner gerade, ne? So ein bisschen die Haare frech ins Gesicht gezuppelt. Die Skin ist Kim Kardashian, die Lips sind Kim Kardashian. Die Haut ist einfach mega. Schaut euch bitte diese Reflexion an. Vor allen Dingen diese punktuellen Highlights durch, den sehr, sehr zarten Highlighter, geben dir einfach so diese Goddess-Vibes. Ich fühle mich auf jeden Fall richtig, richtig gut und ich bin super, super stolz auf Letizia und Love, was sie da gemacht haben. Ich glaube, dass das für viele von euch super interessant sein könnte. Top-Qualität zu einem Preis, der fernab von High-End ist, aber trotzdem so performt. Und ich glaube, das sieht man an diesem Look. Ein sehr, sehr frischer Look. Ich habe auf den Lippen hier einen Lippenstift von Essence. Habt ihr schon mal gesehen? Einfach ein bisschen mehr. Und wenn man weiß, wie man die Produkte platziert und wie man sie anwenden kann, dann glaube ich, habt ihr mit den Dream Glaze Produkten wirklich einen super, super Start für ein sehr, sehr natürliches, erwachsenes Make-up. Ich fühle mich gut, ich fühle mich schön und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges beim Make-up. Ich setze euch den Link unten in die Infobox. Denkt an den Code, damit könnt ihr zum Start schon 10% sparen. Da bin ich natürlich sehr, sehr froh, dass Love euch das ermöglicht und ich bedanke mich bei euch und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!